Ich habe einen Monat lang 400 Stunden gearbeitet. Hi, 4:3. Ich bin Josef, selbstständiger Regisseur und Drehbuchautor. Ich arbeite ca. 50 Stunden pro Woche und wollte wissen, was mit mir und meinem Körper passiert, wenn ich 100 Stunden pro Woche arbeite. Durchschnittlich arbeiten wir in Deutschland im Vollzeitjob 41 Stunden pro Woche. Je nach Beruf gibt es natürlich starke Unterschiede. Eine Studie des Statistischen Bundesamtes weist darauf hin, dass eine Berufsgruppe mit großem Abstand führt. Selbstständige. Diese arbeiten durchschnittlich 48,9 Stunden pro Woche, also einen ganzen Tag mehr pro 5-Tage-Woche. Als selbstständiger Künstler gehöre ich mit meinen 50 Stunden auch genau zu dieser Gruppe. Zeit, das zu verdoppeln. 100 Stunden. Geht das überhaupt? 100 Stunden pro Woche wären in einer 5-Tage-Woche 20 Stunden täglich. Das tägliche Schlafdefizit von minus 4 Stunden würde mich wahrscheinlich schon nach wenigen Tagen ausnocken. Geht also nicht. Heißt, ich muss ab jetzt einfach jeden Tag arbeiten. Inklusive Wochenende. Ich habe also jetzt eine 7-Tage-Woche mit 14,5 Arbeitsstunden am Tag. Mit Mittagspause sind das 15 Stunden. Dann habe ich immer noch 9 Stunden jeden Tag für alles andere. Entspannt. Wie verdoppelt man seine Arbeitszeit? Meine erste Woche sieht so aus. Und das sind locker 50 Stunden. Und die brauche ich übrigens auch für eins dieser YouTube-Videos. Also kommt das noch dazu. 100 Stunden Zeit, los geht's. Guten Morgen. Das war mein erster 15-Stunden-Tag. Und die bittere Erkenntnis ist, es fühlt sich jetzt nicht so krass anders an als sonst. Ich habe meinen beruflichen Dreh vorbereitet. Storyboard, Location-Check, Kostüme der Schauspielenden, Zoom-Calls und den Dreh für das nächste YouTube-Video. Also die komplette Recherche gemacht und das ganze Skript geschrieben. Tatsächlich läuft die erste Woche besser als gedacht. Ich habe immer was zu tun und da ich viel kreativ arbeite, macht mir das auch wirklich Spaß. Ich vertiefe mich richtig in die Arbeit. Das Stressigste ist tatsächlich das YouTube-Video, da es unter enormem Stress und meistens nach langen Drehtagen entsteht. Was habe ich geschafft? Ich habe alles geschafft. Ich hatte einige To-Do-Listen und vor allem eine Menge Mails zu beantworten. Knapp 80 Mails mit dem ganzen Hin und Her jeden Tag. Wie ist die Qualität meiner Arbeit? Definitiv okay. Mit etwas Abstand würde ich sagen, das ist noch alles ziemlich gut geworden, geht aber besser. Wie geht's mir? Ganz gut. Ich bin froh, dass ich so viel geschafft habe, aber eins ist definitiv auf der Strecke geblieben. Soziale Kontakte und richtige Freizeit. Meine Freizeit war Hausarbeit und Einkaufen. Damit ich nicht durchdrehe, weil Durchatmen so gar nicht mehr drin ist, plane ich für die zweite Woche einen täglichen 30-minütigen Spaziergang in Kombination mit Telefonaten mit Freunden und Freundinnen. Das heißt natürlich auch, dass mein Feierabend sich jetzt eine halbe Stunde weiter nach hinten schiebt. Wie viel Arbeit tut gut? Was ist die richtige Dosis für mich und meinen Körper? Diese Frage beschäftigt mich in der zweiten Woche, weil ich am ersten Tag der zweiten Woche meinen Körper so richtig spüre. Alles tut ein bisschen weh. Ich habe aktuell ja auch kaum Zeit für richtige Pausen oder ausreichend Bewegung. Und ich habe richtig Rückenschmerzen heute. Mitte der zweiten Woche werden die körperlichen Symptome stärker. Ich bin dauerhaft müde, verliere die Lust und bekomme Hautausschlag. Laut meiner Ärztin eine stressbedingte Hautreaktion. Rein körperlich läuft es nicht besonders gut und mental wird es sogar noch ein bisschen schlimmer. Schlafstörungen, Schmerzen, allgemeine Resignation. Das ging schneller als gedacht. Schief. Eine Studie von 2019 hat untersucht, wie viel wir arbeiten müssen, damit es uns gut geht. Und kam auf 8 Stunden. In der Woche. Nicht am Tag. Mit nur 8 Stunden Arbeit pro Woche sind wir glücklicher und es geht uns auch gesundheitlich besser, als wenn wir arbeitslos wären oder zu viel arbeiten. Diese englische Studie weist darauf hin, dass 20 Stunden Arbeit pro Woche uns zu glücklicheren Menschen macht. Ich arbeite aktuell 5-mal so viel. Eine Studie der Australian National University weist darauf hin, dass alles, was über 39 Stunden pro Woche hinausgeht, schlecht ist für unsere mentale Gesundheit. In Woche 2 beginnt meine Arbeitsqualität zu leiden. Ich versuche schnell fertig zu werden mit allem und schaffe das auch. Am 14. Tag ohne großartige Pausen, aber mit ein paar schönen Mittagstelefonaten, bin ich Sonntagabend sogar ziemlich positiv drauf. Zweite Woche, arbeitstechnisch läuft soweit gut. Ich habe ein 50-seitiges Drehbuch lektoriert, also Beratung gemacht. Ich habe ein YouTube-Video gemacht und ich habe ein ganztägiges Seminar für eine Filmuni vorbereitet. Was habe ich geschafft? Alles. Wie ist die Qualität meiner Arbeit? Schlechtes Thema. Mir fällt erst nach dem Experiment auf, wie viel oberflächlicher meine Arbeit geworden ist. Es fehlen kreative Kniffe, für die ich bekannt bin, viele Gedanken gehen nicht so in die Tiefe und alles, was ich mache, wirkt ein bisschen liebloser als sonst. Oder wie der Informatikprofessor Cal Newport sagen würde, oberflächlicher. Denn ich betreibe Shallow Work. Wir leben in einer Welt voller Ablenkungen und es wird immer schwieriger, wirklich tiefgreifend konzentriert zu arbeiten. Viele von uns haben es verlernt und über die Zeit haben wir unser Gehirn sogar umtrainiert, sodass es Menschen immer schwerer fällt, lange konzentriert zu bleiben und anspruchsvolle Arbeit zu leisten. Das wäre nämlich dann Deep Work. In seinem Buch Deep Work beschreibt Cal Newport genau dieses Phänomen und zeigt auf, wie wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren und wirklich tiefgründig arbeiten und denken können.
Wie schlecht das dauerhafte oberflächliche Arbeiten ist, spüre ich in dieser Woche sehr. Da ich in meiner 100-Stunden-Woche kaum Zeit hatte zu lesen, war ich froh, dass ich schon viele Gedanken aus dem Buch Deep Work für mich mitnehmen konnte, da ich es gehört habe mit BookBeat. Deep Work ist eins der über 500.000 großartigen Hörbücher und E-Books, die ihr auf BookBeat findet. Die Auswahl ist super, die Hörbücher sind gut gelesen und genau das Richtige, wenn man mal die Augen entspannen will oder wie ich so viel arbeitet, dass die Konzentration zum Lesen nicht mehr reicht, aber zum Hören gerade noch da ist. Einfach zurücklehnen und genießen. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, mit dem Code Josef jetzt für 2 Monate kostenlos testen. Neben Cal Newports erstem Buch Deep Work gibt es dort auch sein neues Werk Digitaler Minimalismus – Besser leben mit weniger Technologie. Schreibt mir sehr gerne, wie euch die Bücher gefallen haben und ob ihr für euer Leben was daraus mitnehmen konntet. Danke an BookBeat für die Unterstützung. Und jetzt begrüße ich euch zu einer der schlimmsten Wochen meines Lebens. Und das ist keine Übertreibung. In der 3. und 4. Woche verschmilzt alles, aber nicht auf eine gute Weise. Alles fühlt sich wie eine ungesunde Masse aus Schmerz und einer richtig schlechten Zeit an. Willkommen im Sumpf der Lethargie. Ich habe mir heute öfter vorgestellt, dass ich Covid bekomme oder krank werde, damit ich das Experiment abbrechen kann. Eine Freundin von mir hat mal, als sie sehr viel arbeiten musste für ein großes Projekt, gesagt, dass sie sich jeden Tag gewünscht hat, von einem Auto angefahren zu werden. Ich fand das damals ziemlich krank, so als Aussage, aber ich kann das gerade sehr nachvollziehen. Aber ich finde Sterben gar keine so schlimme Vorstellung mehr. Diese Aussage hat mich tatsächlich selbst, als ich es geschnitten habe, ziemlich schockiert, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich das auf Kamera gesagt habe. Mir wird alles egal und das kann ziemlich gefährlich sein. Monotonie von Arbeit und langfristiger Schlafentzug können krank machen. Und wie absurd Arbeit sein kann, zeigt ein, ich würde sagen, Selbstexperiment aus den 80er Jahren vom taiwanischen Performance-Künstler Teixing Hsieh. Er erschuf von 1980 bis 1981 das Kunstwerk Time Clock Piece, was daraus bestand, dass er ein ganzes Jahr lang einmal pro Stunde eine Stempelkarte in eine Uhr steckte und dabei ein Foto von sich machte, aus dem dann dieser Film entstand. Das heißt, er konnte immer nur maximal eine Stunde schlafen, bevor er wieder stempeln und ein Foto machen musste. Für ein ganzes langes Jahr seines Lebens. Auf den Aufnahmen kann man gut sehen, wie seine Haare wachsen, er Augenringe bekommt und die Falten in seinem Gesicht zunehmen. Das liegt wohl am dauerhaften Schlafentzug und vielleicht auch der sinnlos wirkenden Arbeit des stündlichen Stempelns. Jeder Tag, jede Stunde war gleich. Sein Leben bestand daraus, auf die nächste Stunde zu warten. Durch den Schlafentzug verpasste er auch einige Male die richtige Zeit und stempelte zu spät ein. Und genauso passieren auch uns durch mehr Überstunden öfter Unfälle oder Fehler auf der Arbeit. Arbeiten ohne ausreichende Pausen, Freizeit und gesunde Ablenkung sorgt für einen rasanten Abbau unserer motorischen und mentalen Fähigkeiten. Gehirn und Körper arbeiten mit der Zeit immer schlechter. Das ist der Künstler 1980 zum Start des Experiments und das danach. Okay, das war ein kleiner Scherz. Das zweite Foto ist 30 Jahre nach dem Experiment entstanden. Aber die Auswirkungen des Schlafdefizits und die Monotonie seiner Tätigkeit sind im Originalmaterial gut sichtbar. Und vielleicht zeigt seine Kunstaktion uns auch, wie wichtig es ist, nicht zu viel Zeit mit Dingen, Gedanken oder Menschen zu verbringen, die uns nicht gut tun. Wenn man es vermeiden kann, warum sollte man sich schrecklichen Dingen aussetzen? Es gibt genug Anstrengendes, was wir nicht vermeiden können. Und wenn man den Luxus hat, es sich auszusuchen, eine Arbeit zu machen, die das Leben nicht auffrisst, sondern vielleicht sogar erfüllend ist, kann man sehr dankbar sein. Obwohl ich meinen Job wirklich liebe, Drehbuch schreiben, Regie führen oder künstlerische Videos zu erstellen, waren die letzten 2 Wochen des Experiments für mich eine reine Qual. Mir ging es wirklich sehr schlecht. So schlecht wie in meiner Jugend nicht mehr, als eine traumatische Erfahrung sehr viel in meinem Leben geändert hat. Und ich wurde immer langsamer, die Qualität meiner Arbeit immer schlechter und ich driftete auch immer weiter ab. Und die letzten Tage waren wirklich surreal. Ich war sehr gereizt und arbeitete stoisch alles ab. Eigentlich wollte ich ein langes Video in der Zeit veröffentlichen, es wurden dann aber 2 draus, weil ich immer langsamer arbeitete und meine To-Do-Listen nicht mal mehr ansatzweise schaffte. Ich ernährte mich auch zunehmend schlechter und musste halt irgendwie diesen Druck kompensieren. Und das ging mit Essen am besten. Und dann war ich wirklich am Ende. In jeglicher Hinsicht. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Immer mehr Menschen entscheiden sich für weniger Arbeit und damit auch Geld, um mehr Lebensqualität zu genießen. Eine Freiheit, die sich nicht jeder nehmen kann.
Während Island die Arbeitszeit gekürzt hat und dort die Produktivität steigt, Spanien an der Einführung der Vier-Tage-Woche bei gleicher Bezahlung arbeitet, Belgien die Vier-Tage-Woche im Gesetz stehen hat und in England viele Unternehmen die 32-Stunden-Woche testen, gibt es in Deutschland meines Wissens nach nur ein einziges Unternehmen, das in dem Bereich wirklich was ausprobiert. Ich habe nach dem Experiment 15 Tage gebraucht, bis es mir wieder gut ging. Das ist die Hälfte der Zeit, die ich 100 Stunden gearbeitet habe. Ich saß abends meistens nur noch auf der Couch und habe ins Nichts gestarrt. Mich erholt. Ich will nicht wissen, wie es Menschen geht, die dauerhaft mehr als 50 Stunden arbeiten müssen. Erinnert ihr euch an die glücklichen Menschen aus dem Anfang des Experiments, die nur 20 Stunden pro Woche gearbeitet haben? Das klingt gut. Im nächsten Experiment mache ich das auch. Ich halbiere auf 25 Stunden pro Woche arbeiten. Ich habe übrigens neuen Merch. Hier, hier und hier. Schaut mal im Shop vorbei. 2 Wochen Lieferzeit. Danke an euch für euer Interesse. Schreibt mir eure Wünsche für weitere Experimente gerne in die Kommentare und gebt den Kommentaren ein Like, die gute Ideen liefern. Danke an BookBeat für die Unterstützung. Danke an Feindbild für den tollen Song. Checkt ihn mal auf Spotify. Und wenn ihr könnt, arbeitet nicht so viel. Bis bald. Ich bin am Ende.